Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Und der Krieg geht von einer Nation oder von einem Präsidenten der Nation aus, der eine große Bedeutung auf Militärausgaben legt. Im Vergleich ist Russland mit über 4% mit seinen Rüstungsausgaben noch vor den USA. Nicht in absoluten Werten, aber gemessen am Sozialprodukt. Und das zeigt, wie wichtig diesem Land oder auch dem Präsidenten Militärausgaben und jetzt sehen wir auch militärische Aktivitäten sind. Die Auswirkungen sehen wir nicht nur in den Bildern jeden Tag im Fernsehen, sondern wir sehen die Auswirkungen davon natürlich auch an den Kapitalmärkten. Kapitalmärkte reagieren schneller als die sogenannte Realwirtschaft. Wir sehen einen Rückgang beim DAX, der auch vorher schon angeschlagen war. Bis zum 24. Februar dominierte die Zinsangst. Dies trieb damals noch die Zinsen nach oben. Jetzt sehen wir Flucht in den sicheren Hafen. Flucht in den sicheren Hafen heißt Flucht in Rentenmärkte und natürlich auch Flucht in den US-Dollar. Der Euro geht schwächer und ganz, ganz schwach gehen auch die osteuropäischen, mitteleuropäischen Währungen unserer direkten Nachbarn und natürlich auch die Währung in Russland. Wir sehen eine massive Abwertung des russischen Rubels. Wir sehen, was die Bonität betrifft, ein gigantischer Verlust. Die Notenbank hat reagiert nach den Sanktionen, hat die Zinsen verdoppelt auf 20% Liquiditätshilfen für die Banken in Russland. Die Exporteure müssen 80% ihrer Devisenreserven abgeben. Devisenreserven sind aber nicht mehr so leicht zu nutzen in diesem Krieg, wie sich vielleicht Putin das vorgestellt hat. Das Ausmaß der Devisenreserven ist sehr, sehr hoch. 630 Milliarden US-Dollar. Und man sieht, wie sich das auch in den letzten Jahren verändert hat, also auch in der chinesischen Währung. Aber mit den Sanktionen sind auch die Devisenreserven teilweise eingefroren. Also es ist vollkommen unklar, wie stark die Notenbank noch agieren kann. Es bilden sich Schlangen. Man sieht, das russische Volk leidet auch. Es bilden sich Schlangen vor den Bankschaltern. Und natürlich treibt die Inflation in Russland, auch bedingt durch die Abwertung der Währung, die Inflation in Richtung 10%. Also das sind Auswirkungen und nicht nur auf der Inflationsseite. Wir erwarten auch eine Rezession in Russland unter der Annahme, und das ist sehr, sehr wichtig, dass es zu keinem vollkommenen Energiestopp kommt. In diesem Fall wäre die Rezession in Russland noch viel größer, also nicht nur ein Rückgang von etwa 4%, sondern deutlich ausgeprägter, wenn der gesamte Warenhandel einbricht. Dann wären auch die Auswirkungen auf Europa und auf uns größer. Bislang erwarten wir zwar Abstriche beim Wachstum, aber keine Rezession. Also wir müssen genau gucken, wie die weitere Entwicklung ist oder ob irgendwann auch noch der Energiehandel sanktioniert würde. Ein Indikator für die Krisensituation ist Öl. Man sieht aber im Vergleich zu Gas ist die Bewegung bei Öl noch minimal. Und das hat natürlich auch gigantische Auswirkungen auf die Inflationsraten bei uns unter der Annahme, dass dieser Krieg in den nächsten Monaten sein Ende findet, sodass auch die Ölmärkte sich wieder beruhigen. Haben wir trotzdem unsere Inflationsprognose verändern müssen? Und man sieht schon, obwohl wir auch in der alten Prognose einen Rückgang hatten, aber im Durchschnitt waren das immerhin auch rund 4%. Jetzt wird die Inflation in Deutschland auf etwa 4,5 bis 5% gehen. Also eine ganz andere Dimension noch als vor wenigen Wochen. Die realwirtschaftlichen Auswirkungen sind gemessen an den Exporten nach Russland relativ gering. Wir sehen, dass schon mit der Krim-Annexion ein massiver Einbruch stattgefunden hat von über 3% auf nur noch
knapp 2%. Also dieser Effekt ist nicht so groß, aber er bleibt natürlich trotzdem da und die Wechselwirkungen bleiben. Und es gibt natürlich viele Länder, die Exporte nach Russland haben und die Nachbarn, je näher man dran ist, also Polen, Tschechien sind noch vor uns, haben auch Exporte nach Russland, obwohl sie auch gemessen am Sozialprodukt, gemessen an den Ausfuhren gar nicht so hoch sind. Aber diese Dinge kumulieren sich und entsprechend werden da, wo die Anteile größer sind, die Wachstumsverluste noch höher sein. Mit Blick auf die Branchen, ein größter Anteil in der Vergangenheit, muss man jetzt sagen, war bei den Maschinen, Chemie, Pharma, Elektrotechnik und Kraftfahrzeuge. Das wird mehr oder weniger alles zum Erliegen kommen. Daraus erwarten wir jetzt nicht den großen Einbruch unserer Exporte, denn die Lieferschwierigkeiten, die es vorher schon gab, führte dazu, dass der Bedarf, der in der Welt herrschte, gar nicht alles befriedigt werden konnte. Die Frage ist jetzt vielmehr, nehmen die Lieferschwierigkeiten zu? Nehmen Lieferschwierigkeiten zu, weil Vorprodukte auch aus der Ukraine oder aus anderen Ländern nicht angeliefert werden können? Gilt die Achse China-Duisburg noch? Also die Frage, findet der internationale Handel noch statt mit Blick auf Importe und auf Exporte? Das ist ein Risikofaktor und auch deswegen müssen wir Abschläge bei der Wachstumsprognose für Deutschland machen. Ich möchte auf diese Grafik ganz besonders hinweisen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten mit einer Friedensdividende gelebt. Und diese Friedensdividende hat den globalen Handel steigen lassen. Und in dieser Zeit sind die Militärausgaben global zurückgegangen. Also eine Umverteilung von Militärgütern zu zivilen Gütern. Das hat Wohlstand in der Welt geschaffen. Es hat auch die Inflationsraten gedrückt. Aber es scheint, dass wir hier an einem Wendepunkt stehen. Wir haben es schon gesehen. Mit der Annexion der Krim, wir haben es auch gesehen, mit dem Präsidenten der USA, dem Vorpräsidenten Trump, Protektionismus. Also es scheint, dass wir uns tatsächlich auf andere neue Zeiten und auch auf eine andere Verteilung des Sozialprodukts einstellen müssen, was das Wirtschaften nicht einfacher machen wird. Diejenigen, die besonders betroffen sind, das ist die Bevölkerung und wir sehen schon Flüchtlingsströme. Wir hatten in Deutschland eine Erfahrung mit Flüchtlingsströmen. Wenn Menschen kommen, müssen Güter und Dienstleistungen, aber insbesondere Güter zur Verfügung gestellt werden. Und das treibt dann auch den Einzelhandel, insbesondere Nahrungs- und Genussmittel. So makaber das klingt, das ist ein Stabilisator für das Wachstum, also von der Konsumentenseite. Ein Stabilisator für Wachstum in diesem Jahr ist natürlich auch das Wegfallen der Sanktionen, sodass unsere Prognose für das Wachstum in diesem Jahr unter der Annahme, ich sage es nochmal, dass die Energielieferung nicht vollkommen eingefroren wird, unsere Prognose nur auf ein Wachstum von 2,8% zurückgeführt werden muss, von vormals 3,6%. Kapitalmärkte nehmen diese Entwicklung vorweg und Nervosität an den Märkten wird mit der Volatilität gemessen und wir sehen, dass die Volatilität zugenommen hat, aber im Vergleich zu Krisen ist sie noch relativ gering. Deswegen sind wir der Meinung, dass der Höhepunkt vermutlich noch nicht erreicht ist. Gemessen an den kriegerischen Auseinandersetzungen wissen wir es sowieso nicht. Aber auch solange die Unsicherheit da draußen bleibt, wird sie auch noch an den Märkten bleiben. Und wichtig ist natürlich auch immer die Frage, wo ist die Bewertung? Und wir sehen, der DAX hat deutlich korrigiert in einen Bereich, den wir als Fairbewertung sehen. Also er ist genau in der Mitte des Normalbereichs. Märkte überschießen nach oben. Aber Märkte überschießen auch nach unten. Also es ist auch nicht auszuschließen, dass wir temporär darunter gehen. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Monaten eine Lösung gibt, sodass
das Wachstum mit 2,8% immer noch recht solide ist, dass der Energiehandel nicht einbricht und wir in eine normalere Welt zurückkehren. Und dann wäre unsere Jahresendprognose für den DAX von 16.000 Indexpunkten unverändert. Ganz wichtig in diesem Kontext ist jetzt der Blick auf den 10. März. Denn was macht die EZB? Die EZB hat bislang eine Inflationsprognose von 3,1% in diesem Jahr. Das ist klar. Das war schon vor dem 24. Februar klar, dass sie das nicht halten kann. Aber jetzt muss sie anpassen und ist in dem Dilemma eines möglichen Stagflationsszenarios. Und wir sehen, der Markt antizipiert das schon, die Inflationserwartungen gehen nach oben. Die Erwartungen an den Terminmärkten, was die EZB macht, sind wieder leicht zurückgegangen, weil die EZB entsprechend ihren neuen Prioritäten, Finanzstabilität und Preisniveaustabilität, jetzt in einem echten Zielkonflikt ist. Die EZB wird vermutlich die Zinswende andeuten, aber sie wird sich Zeit lassen. Die Fed wird im März anfangen mit einem kleinen Zinsschritt, 25 Basispunkte. Aber Paul hat auch schon angedeutet, dass er nicht ausschließt, dass es im Laufe des Jahres auch mal ein 50er Schritt werden wird. Und in den USA ist die Inflation ein noch größeres Problem. Und auch das hängt natürlich mit dem großen Wandel in der Welt zusammen. Die Friedensdividende fällt weg. Das ist tendenziell inflationär und daran müssen wir uns gewöhnen. Zum Schluss möchte ich gerne John Lennon an dieser Stelle zitieren und hoffe, dass sich das materialisiert. Give peace a chance.